Mobile Kommunikation wird unser Thema sein in den kommenden Minuten, liebe Zuschauer. Allerdings eine mobile Kommunikation, wie Sie sie wahrscheinlich so in dieser Art und Weise eigentlich nur hier bei uns bei Pearl TV zu sehen oder zu hören bekommen. Denn viele Firmen reden davon. Ich habe vor kurzem also auch noch einen Artikel von einem großen namhaften Anbieter aus Kalifornien, also aus Amerika, gelesen. Der sagte, also am Jahresende werden wir wahrscheinlich unser Smartphone auch mal in Form einer Armbanduhr anbieten können. Die ersten Bilder habe ich auch schon gesehen. Aber ganz ehrlich, wenn ich sowas lese oder sowas höre, fange ich immer an zu schmunzeln. Denn wir haben diese berühmte 3G-Smartwatch, also das Handy, das Smartphone fürs Handgelenk, nun wirklich schon seit einigen Monaten im Programm. Und da sehen Sie das gute Stück auch schon. Ist ein unglaublich begehrter Artikel, weil unsere Zuschauer natürlich ganz klar die Vorteile erkannt haben. Zum einen haben Sie hier eine wirklich wunderschöne Armbanduhr, die Ihnen natürlich auch ganz einfach nur die Zeit und das Datum anzeigen kann. So weit, so gut. Wir haben eine schöne Form hier, wir haben diese eckige Form, wir haben ein 4 cm großes Display, diese schöne schwarz-anthrazitfarbene Metalloptik, die wir hier haben, natürlich Vollmetall, der komplette Korpus. Und damit man das auch angenehm tragen kann, ist hier dieses Silikonarmband verbaut worden. Also alleine als Uhr, als reine Uhr, mal unabhängig von der Handyfunktion, von der Smartphone-Funktion gesehen, schon ein absoluter Hingucker, ein absoluter Trend, den wir hier mit aufgreifen, mit dieser eckigen, etwas größeren Form, der unseren Zuschauern schon sehr gut gefällt. Jetzt kommt aber tatsächlich noch ein weiterer Punkt ins Spiel. Es ist nämlich nicht nur eine normale Armbanduhr für die Uhrzeit und für das Datum. Es ist gleichzeitig ein vollwertiges Smartphone für Ihr Handgelenk. Und das sind natürlich genau die Elemente, die Sie sonst auch von Ihrem Smartphone kennen. Sie können hier über den Browser jederzeit ins Internet hineingehen. Sie können natürlich hiermit telefonieren und Sie können natürlich auch jederzeit, ich komme mal kurz zu Ihnen, einfach mal über das Display wischen, um weitere Funktionen zuzuschalten, wie zum Beispiel auch die Kamerafunktion. Und das finde ich persönlich spitze. Jedes vernünftige Handy hat heutzutage eine Kamera mit dabei. Die wenigsten kommen auf 3 Megapixel Auflösung. Schauen Sie sich das bitte mal an. Sie haben eine 3 Megapixel Digitalkamera in Ihrer Smartwatch mit dabei. Warum brauchen Sie so etwas? Warum können Sie nicht mehr auf eine Smartwatch verzichten? Nun ganz einfach. Ich schalte die Kamera mal wieder aus hier. Es ist häufig so, dass man natürlich ein Smartphone, für das man viel Geld bezahlt hat, gerne auch mal irgendwo liegen lässt. Man sitzt irgendwo in einem Café und steht man irgendwann auf und zu Hause stellt man fest, ah, ich habe mein Handy unterm Tisch liegen lassen oder irgendwo unter der Serviette vergessen. Das dürfte wahrscheinlich dann irgendwann weg sein. In der Bahn habe ich mein Telefon schon zweimal liegen lassen. Sämtliche Adressdaten waren weg und das war ärgerlich. Dieses Smartphone tragen Sie am Handgelenk. Das heißt, Sie können es nicht mehr vergessen. Sie können es auch nicht mehr verlieren. Sind überall, egal wo Sie gehen oder stehen, egal ob Sie hoch oben hinaus wollen zum Wandern in die Berge oder einfach mal mit dem Hund Gassi um die Ecke gehen. Sie sind jederzeit erreichbar und können natürlich auch jederzeit mal telefonieren. Übrigens, wenn Sie damit telefonieren möchten und nicht unbedingt wollen, dass über den Lautsprecher auch andere Personen, die sich mit im Raum befinden oder in Ihrer Umgebung befinden, das Gespräch mithören, hat diese Uhr oder hat diese Smartwatch sogar noch eine Bluetooth-Funktion. Das heißt, Sie können auch jederzeit mal ein kabelloses Headset anschließen. Das funktioniert also ebenfalls ganz hervorragend. Egal, was Sie machen möchten, egal, was Sie suchen, eine Information, wann der nächste Bus fährt, was die Kinokarte für den Abend kostet oder wie Sie am schnellsten von A nach B kommen, das sind normalerweise Dinge, dafür brauchen Sie ein Smartphone, am besten noch mit dem Internetzugang. Das haben die meisten Smartphones natürlich. Jetzt haben Sie das alles ganz komfortabel eben an Ihrem Handgelenk. Und wir zeigen Ihnen mal verschiedene Funktionen. Die junge Dame, das ist so die geschätzte Kollegin Sia, die übrigens gerade hinter der Kamera einsteht, stelle ich gerade fest. Ja? Die hat natürlich auch die Vorteile dieser Smartwatch schon für sich entdeckt und bedient die Uhr jetzt ganz einfach über die Eingabe mittels des Fingers. Sie kann aber auch jederzeit auch einfach mal den kleinen Eingabestift benutzen, den wir ebenfalls mit dabei haben. Das jetzt beispielsweise ist mal Wikipedia. Sie braucht jetzt eine Information für ihre Abschlussprüfung. Da hat sie da entsprechend also einfach mal kurz nachgeschaut und musste dafür eben nicht erstmal ihren Laptop hochfahren oder ihr Tablet hochfahren. Das hat sie ganz einfach jetzt über ihre Smartwatch erledigt. So, natürlich ist die gute Dame auch sozial vernetzt, über Facebook zum Beispiel. Da gibt es ja noch Twitter und Xing und wie sie sonst noch alle heißen. Aber gerade Facebook ist ja nun wirklich eins der bekanntesten Programme der Welt. Also auch das kein Thema, funktioniert mit unserer Smartwatch zur absoluten vollen Zufriedenheit unserer Kunden. Ist zu haben mit der PX1790 und der 569 und liegt normalerweise, jetzt kommt ein kleiner Schock, bei knapp 400 Euro. Das wäre die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Ist nicht mit uns zu machen, deswegen darf ich Ihnen heute einen Preis von 124,50 Euro anbieten. Greifen Sie zu, so günstig haben wir Sie noch nie gesehen und ich wünsche Ihnen ganz viel Freude damit.